Hallo? Grüße. Jo, hallo? Kacke hier. What? Was? Das ist ja unglaublich. Was hier abläuft, ja, mit dem Spawnen hier. Man kann gar nicht mal joinen, wenn man irgendwo in der Nähe von dem Dorf hier stirbt und was weiß ich, ausloggt und keine Ahnung. Jo, deswegen habe ich jetzt eine Base gebaut, ein bisschen außerhalb. Ein kleines Lager. Da kann man dann immer respawnen. Erstmal und einloggen. Wo denn genau? Jo. 4079. Ich zeig's dir mal mit. Nee, 4079. Findest du schon. Ja. Ein bisschen östlich vom Lager. Und idealerweise dort dann immer ausloggen. Habe ich alles schon ausprobiert, das funktioniert dort. Wir haben mir das nochmal ausgeliehen, ich würde es gerne mal ausprobieren, das Mammut. So. Ja, kannst du machen. Ich will mir nur ein paar Bären klauen, weil ich gerade verrecke hier. So. Jo, mach mal. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ja, ihr habt schon gerade gehört, wir haben große, große Probleme seit 177. Es kann sich nämlich keiner mal einloggen in diese Base hier. Ne? Jedes Mal fliegt man wieder raus. Das Problem haben alle, die in diesem Tribe sind, beziehungsweise in dieser Base irgendwie ihren Charakter ausgelockt haben und so. Weswegen ich jetzt mal außerhalb des Lagers einen kleinen Posten gebaut habe, wo es funktioniert. So, auf zum Atem. Wir haben jetzt teilweise schon einfach die Leute hier gekillt, damit die wieder ins Spiel reinkommen und so. Ne? Weil sonst könnt ihr nicht mehr mitzocken. Das ist sehr, sehr uncool. Und die Performance ist auch nicht mehr so toll. Die ist auch schlechter geworden aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Aber... Jo, das Problem ist aber, dass der wegfliegt, wenn wir den angreifen. Guck mal, der See ist wieder rot. Und ja, okay. Und das ist unser neues Mammut hier. Guck mal eben, Leute. Hier. Das ist das, was der Taldur getamed hat. Also hier ungefähr bin ich das letzte Mal gestorben. Okay, wir sind nämlich gerade auf der Suche nach einem Raptor. Weil ich mir gerne einen Raptor zähmen würde. Und das da unten, das ist der Lutz, das ist ein guter Kumpel von mir. Also auch Real-Life-Kumpel. Und seit 2 Tagen ist er auch mit am Start, aber ist noch ziemlich neu, also muss noch ein bisschen reinkommen. So, ich würde aber ganz kurz, ich will mal ganz kurz das Mammut ausprobieren mit den Bäume fällen. Ich weiß es leider nicht, ob ich drauf sitzen muss, wenn ich da Bäume fällen muss oder will, oder ob das auch so geht. Ich greife einfach mal an, mal sehen, was passiert. Okay. Wow, ich habe einmal zugehauen und habe 9 Wood bekommen. Ey, das ist ja übelst geil. Nice. 12 Wood. Na, da können wir direkt ein bisschen Holz sammeln für mein Häuschen. Ja, gibt ja nichts Spannenderes, als für dein Haus jetzt Holz zu sammeln. Richtig. Ja. Ey, ich glaube, da hinten, das ist ein neuer Vogel. Da ist einer mit dem Raptor. Die haben nämlich neue Vögel hinzugefügt. Also das ist kein Greif da hinten. Okay, ja. Ich glaube, das ist ein anderer. Aber pass auf, die sind aggressiv. Ich glaube, die sind aggressiv. Und da hinten ist ein Skorpion. Ich will auf jeden Fall einen Skorpion und einen Raptor in dieser Session. Das ist mein großes Ziel. Wie viel kann der tragen, der Gute? Ich schau mal eben. Das ist ja genial zum Holz sammeln, das Vieh. Wartet mal. Ich will nur ganz kurz gucken, wie viel das Vieh tragen kann. Der Baumschubser. 711, das ist ordentlich. Das ist ja genial. Hier unten ist noch ein Dino, Team. Den schaffen wir bestimmt. So ein jo, Stego, den schaffen wir. An und drauf. Auf. Jo. Na komm her. Das ist irgendwie voll witzig von hier oben. So, das war's schon. Unbedingt mit der Spitzhacke drauf, ne? Da kriegst du mehr Fleisch raus. So, und lass einfach noch ein bisschen mehr Fleisch jetzt sammeln und dann nochmal einen Raptor probieren. Und das Geile ist, dass man auch alle Bären auf einmal bekommt. Sekunde, ich zeig das mal eben. Hier, und bam. Das ist total cool. Man kann damit auch wirklich Holz eigentlich noch effektiver sammeln. Das war jetzt irgendwie gerade kein gutes Beispiel.
So, wir sind gerade dabei, Fleisch zu sammeln, damit wir dann genügend haben für einen Raptor, also auch Skorpion, wenn es dann verschimmelt ist. Ah, den dürften wir easy schaffen, diesen Triceratops war es, glaube ich, gewesen. Ganz ruhig. Ach, das war's schon. Hey! Hey, bleib hier! Weggerammt. Ja. Alter! Das ist Physik, Alter. Hey! So. Fleisch, 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 Fleisch. Na komm, gib mal noch ein bisschen was. Okay. So, dann machen wir weiter. So. Bäm, 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 bäm. Irgendwie müssen wir die noch schneller essen können. Ey, man kann ja doch zu zweit drauf reiben. Das ist ja witzig. Ihr seht's gerade und hier ist ein Dino, den können wir mal noch killen. Ey, das ist so stumpf mit dem Mammut, das ist so übelst krass, das Vieh. So, wir brauchen weiter Fleisch, 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 Fleisch. Weiter Bären essen. Huch. So. Ich will keinen Hai, ich will Fleisch. So, wunderbar. Ah, das sieht schon geil aus. Das sieht wirklich geil aus. Und eben waren wir sogar zu zweit drauf gewesen. Wäre geil gewesen, wenn ich mit dem Bogen noch hätte ein bisschen schießen können. Wie vor allen Dingen das Mammutbären sammelt. Jo, aber wie gesagt, muss aufpassen, nicht, dass es dann wieder überfüllt ist. Nee, ist ja witzig. Kannst du da nicht mit drauf rein hier? Versuch mal, ob du drauf kannst. Versuch mal, ob du nochmal mit drauf kannst, dass man so reitet. Nee. Das war vorhin nur gewesen, weil ich nicht abgesprungen bin, weißt du? Okay. So, in welche Richtung bewegen wir uns eigentlich gerade? Lass mal in die Richtung gehen, weil da war ich noch nie gewesen. Da müssen wir auch mal ein bisschen neue Gebiete erkunden. Also wir werden jetzt wirklich richtig viel Fleisch sammeln. Inzwischen zeitlich werden wir dann einen Raptor mitnehmen. Und das Fleisch, was verrottet, das benutzen wir dann für einen Skorpion. Also, ne, das Fleisch, was dann verrottet, das benutzen wir dann für einen Skorpion. Und das Schöne ist, wir müssen ja nichts von dem Fleisch essen, weil mit dem Mammut sammelt man so schnell Bären, dass das auch keine Zeit kostet. Das ist super geil. Alter! So, ich bin satt. Guck mal, da hinten ist auch eine Hütte. Aber die Performance, die hat sich stark verschlechtert mit dem 177er. Genauso wie dieser ärgerliche Login-Bug. Aber naja, ich hoffe, das wird über die Zeit wieder besser. Aber der Patch, der war nicht gut gewesen. War echt nicht gut. Ach ja, ich habe übrigens rausgefunden, guck mal. Craft Tables. Hier, draufklicken und schon hat man das sortiert. Die ganzen Rezepte und so. Das so nebenbei. Hat mir jemand die Kommentare geschrieben. Ja, also nochmal vielen Dank dafür. Wo ist denn Lutz jetzt hin? Ich sollte den jetzt nicht verlieren, das ist ja ungünstig. Team, da vorne ist ein T-Rex am Strand. Oh. Dann lass mal nicht in diese Richtung gehen. Gehen wir erstmal hier weiter. Also wir müssen halt echt aufpassen, das Mammut darf uns nicht sterben. Ja, dann reitet du mal weiter. Okay. Hier, Bimbo. Da unten so ein Stego-Ding. Hä?
Oh, da ist ein Raptor. Da ist ein Raptor, der frisst an dem. Ah, gut, den schnappen wir uns jetzt. Mit auf Haus nur drauf, ne? Siehst du? Jo. Jo, der Raptor frisst den gerade. Ausgerechnet hier ist es wieder ruckelig. Scheiße. Ey, das Triceratops, das ist bewusstlos. Ja, stopp. Wir haben ihn. So, jetzt alles am Fleisch rein, was geht. Und... Scheiße, ich habe keine Narkotika-Bären mehr. Hast du eine Narkotika-Bären? Ah, sehr gut. Ich habe... Okay. Zwei Stück habe ich reingelegt. Das ist ein bisschen wenig. Im Mammut waren, sind 400 Narko-Bären drin. Den Triceratops, den können wir auch tame, Alter. Guck mal. Oh, da hat mich übelst eiskalt von hinten überrascht und mich vergiftet. Ich werde gleich bewusstlos. Ah, da ist er. So. Okay, alles klar. Ne, hier den Triceratops, den können wir auch gleich mitnehmen. Ich glaube, das ist ein Pflanzenfresser. Ja, aber Alter, ich bin gleich am Verhungern. Ich habe hier nichts zu essen. Ja, dann nimm dir doch ein paar Bären von dem Mammut einfach. Hast du noch Fleisch? Nimm doch einfach was von dem Mammut. Ah, okay. So, das Problem ist, wir brauchen ganz viel Narko-Bären. Oh nein, der ist jetzt gestorben, oder? Ja, in dem Mammut sind 400 Stück drin. Okay, Leute, der Triceratops ist leider gestorben jetzt. Der Skorpion hat ihn getötet. Das ist ein bisschen ärgerlich, da kann man nichts machen. So, wie sieht's denn aus hier? Sieht gut aus. Ich hau den trotzdem mal noch ein paar Narko-Bären gleich rein und ein bisschen einflößen. Und werde höchstwahrscheinlich dann gleich mit Katz arbeiten. So, ich weiß nicht, wie viel Fleisch man braucht für den insgesamt. Bin ich mir unsicher. Ich würde am liebsten dann ein bisschen auf die Jagd gehen eigentlich. Gib mir noch ein bisschen Fleisch. Sehr gut. So, mein Guter. Fleisch. Hier. Hätten wir. Also wenn man so einen Mammut dabei hat, dann wird man ganz schnell zum Vegetarier. Brauchst du noch was für den Raptor? Ja, wir müssen noch Fleisch besorgen. Am besten bleib du mal hier. Ich hab Remote-Used Item einfach. Genau. Und einfach darauf achten, dass der Balken nicht unter 90% geht, weil sonst wacht er irgendwann wieder auf. So, da vorne ist ein Triceratops, ich schnapp mir den mal. Kümmer okay. Du dich mal um die Narkotics und so. Alles klar. So, komm her, mein Guter. Na komm. Geh mal ein bisschen zurück. Er will irgendwie nicht angreifen, ne? Oh nein, jetzt sammelt er wieder Bären auf. So. Oh, das ist ein Traum mit dem Mammut, Leute. Das ist ein Traum. So, gleich hier. Würde mich mal interessieren, wie ein Mammut gegen den T-Rex abschneidet. Würde mich wirklich mal interessieren. So. Da hinten ist noch ganz viel Fleisch. Okay, der wird wahrscheinlich wegrennen. Schätze ich. Kann's probieren, aber... Nee, ruckel. Ja, der rennt weg. Der rennt aber hier dagegen. So, stopp, runter hier. Pickaxe einstecken. Und jetzt gehe ich mit der Faust drauf. Vielleicht kriegen wir den auch noch getamed. Da hat er das Level 43. Da müssen wir mal probieren. Nicht wegrennen. Immer schön in den Stein reinrennen. Komm. Ganz ruhig, weiter.
Eine. 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 Los, komm! Das klappt, Leute, das klappt, das kriegt man hin! Na los! Nicht wegrennen. Immer schön hinter dem bleiben. Alter, wie viel der aushält. Nein, 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 nein. Nein. Scheiße. Okay, das steht in dem Stein drin, ne? Und drauf. Meiner, meiner. Ja! Nice, Leute, ich hab's. So. Weil wir haben jetzt genug Zeug, dass wir das, oh, ich bin aufgeregt, shit. Bei Bären haben wir ja wirklich genug. Ein Toy. So, was ist denn das Beste für den? Para, para, para. Macho Berries sind die besten. Die hier. So. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Level 43, ey, das wäre doch ganz nett, oder? Also, Macho Berries, Macho Berries. Das sind, wie gesagt, die Marker am liebsten. Hauen wir dem alles rein. Narkotika genauso. Das müsste eigentlich schon ausreichen. Ich muss ihm noch hin und wieder natürlich Zeug geben. Und wie gesagt, diese Effektivität, die steht nicht dafür, wie schnell man die tamet, sondern die steht dafür, wie hoch der Nahkampfschaden am Ende ist. Also, desto geringer die Effektivität am Ende, desto geringer ist der Melee Damage, was das Vieh macht. Das hatte ich nachgelesen. So. Jetzt heißt es hier warten. Ich guck mal nach dem Raptor. Muss mir die Stelle nur merken irgendwie. Eigentlich wäre es clever, hier ein Lagerfeuer hinzusetzen, hä? Okay, hätten wir. So, dann das machen wir erstmal wieder zum Raptor zurück und zum Lutz, würde ich vorschlagen. Ein bisschen vielleicht haben wir ja gesammelt, ich sammle dann gleich noch mehr. Oh Leute, ein Raptor und ein Parasaurus, so wie auch immer der heißt, gleichzeitig, das wäre natürlich super. Wenn das klappt. Ich muss aber nicht sagen, der hat echt ein schönes Mammut getamed. Sieht geil aus. Hey. Fuck, das ist ein T-Rex. Pass auf, der T-Rex. Ich hab gerade bei Skype geschrieben und der ist auf unsere Seite gekommen. Eieiei, da müssen wir aufpassen. Aber der scheint gerade wieder zurückzugehen. Der hat hier den. Hier liefen ein Haufen Dinos rum, Triceratops und so und der ist dann irgendwie. Hat Akku gekriegt und hat die gefressen. Ich hab noch einen Parasaurus getamed, bin gerade dabei. Machen wir zwei gleichzeitig. Was ist ein Parasaurus? Diese, die man wegrennt, wenn man die haut. Achso, ja, so einen habe ich vorhin eben versucht zu killen, so einen roten. Nicht geklappt. Ja, die rennen immer weg. Aber wir haben ja übelst viel Bären, weißt du? Oh. Ey, wir müssen hier unbedingt. Der T-Rex macht mir Sorgen, der kommt in meine Richtung. Ja, lass mal. Ich mach mal mit dem Mammut weg, Alter. Scheiße. Ich sag mal so, notfalls lieber verziehen. Ah, das ist jetzt aber auch Pech. Ich hab ein bisschen was reingehauen. Ja, wenn der T-Rex näher kommt, hau ich ab. Ja, dann haut ihm mal noch ein paar Narcotics rein und so. Aber wahrscheinlich frisst der T-Rex den gleich. Achtung, der kommt echt immer näher, nein! Scheiße. Der kommt. Ich renn weg. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn nur so viel Pech haben, Leute? Alter. Alter. Ich kann mich nicht bewegen. Shit!